Und damit jetzt willkommen zurück zu Stalker Call of Pripyat. Wir sind da, wo wir hin sollen, nämlich beim Servicezentrum und zum Eingang von Labor X8 gehen wir gerade. Beziehungsweise, ja doch. Genau. Und hier sind Gegner. Und zwar nicht gerade wenige. Wie wir sehen. 11, 12, 14, 15, okay. Ich habe gerade auch nicht so viel Zeit. Irgendein Gegner hat mich gerade gesehen und ich ihn nicht. Und ich habe keine Ahnung, wer mich gerade gesehen hat und warum ich ihn nicht gesehen habe. Und irgendwas geht da drin hart ab, ey. Da hinten brennt aus irgendeinem Grund alles. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir Unterstützung hätte holen können. Mein Problem ist gerade, ich höre keinerlei Geräusche. Was für mich heißt, kein Gegnerkontakt gerade. Ich habe übrigens meine Shotgun nicht wiedergefunden. RIP Shotgun. Das ist gerade übrigens mega creepy, weil es dunkel ist. Ich kann eine Taschenlampe anmachen. Ich weiß nur nicht, ob das so schlau ist, wenn ich in dem Gebäude, wo ich eigentlich nicht gesehen werden möchte, Taschenlampe anmache. Aber Nachtsichtgerät habe ich leider noch keins. Leider. Ich speichere übrigens mal kurz. Wie komme ich nach unten? Meine Lichter. Das geht mir nämlich sonst hart auf den Sack. Okay. Wie komme ich hier nach unten? Auf der Seite war keine Treppe nach unten, auf meiner Seite, also auf der anderen Seite war keine Treppe nach unten. Das heißt, ich check jetzt einmal hier alles ab. Im inneren, im äußeren Kern. Siehst du hier eine Treppe rum? Wir stimmen von da. Hier ist eine Treppe nach oben gewesen. Ich hasse die Lampe in diesem Spiel, die ist so scheiße. Aber ansonsten ist das einfach alles perfekt. Also alles eine Million mal besser als im alten. In den alten Teilen, in den alten beiden. Ich habe mir übrigens heute mal wieder Gedanken gemacht, was, oder besser gesagt nicht nur heute, sondern die letzten Tage mal wieder Gedanken gemacht, was jetzt eigentlich ist, wenn wir Stalker Call of Pripyat durchgespielt haben. Denn das wird nicht mehr so lange auf sich warten. Generator finden. Okay. Das wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Schätze ich mal. Und das heißt, wir brauchen demnächst ein neues Spiel. Und das wiederum heißt, dass ich demnächst ein neues Spiel suchen muss. Und ich habe schon ein. Es sind Zombies. Warum mache ich mir Sorgen? Oh, scheiße, muss nachladen. Oh, RIP, Alter, sind das viele, ey. Ja, okay, ich wusste ja, wie viele es sind. Junge, Junge, Junge. Ich hatte aber mit gefährlicheren Gegnern gerechnet, ehrlich gesagt. Zombies sind echt so ziemlich die ungefährlichsten Gegner hier in dem Spiel. Ich meine, die können nichts. Zombies sind wirklich harmlos hier. 13 alive. Okay. Gehen wir noch ein paar Stufen weiter nach oben. Und gehen davon aus, dass die hier sind.
5. Ach, wenn das hier Zombies sind, können wir auch Licht anmachen. Wenn wir mal kurz ehrlich sind, die sehen uns eh nicht. Zombies sind halt wirklich, wirklich dumme Gegner. Achso, zurück zu, was wir als nächstes spielen. Rocket Birds, habe ich ja schon im letzten Part gesagt, wird kommen. Da hatte ich zwar schon gesagt, ja. Wird wahrscheinlich schon da sein, wenn ihr das Video seht. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Oh, shit. Fuck, wer seid ihr und warum seid ihr? Ihr seid immer noch das, okay. Ich erkenne die Schutzanzüge leider noch nicht. Okay, Suddenly Monolither. Anstatt Zombie. Ja gut. Ist ja das gleiche im Prinzip. Haben wir ja rausgefunden. Okay, 6 Gegner to go. Ich stelle ich mal Licht aus, weil dann sehe ich ja auch wieder mehr drin. Das war jetzt wieder ein Zombie. Hat übrigens einen Grund, dass ich die gerade noch nicht loote. Ich will erst alles tot haben hier. Okay, Problem. Wir kommen hier nirgendwo durch, oder? Nein, können wir nicht. Okay, dann gehen wir nochmal einen Stockwerk hoch. Okay, aus irgendeinem Grund kommen wir hier nirgendwo hoch. Und gerade auch nirgendwo weiter. Aha. Hier ist auch zu. Irgendwo ist hier eine Anomalie. Wir mal kurz gucken, wo. Hier über uns sind Anomalien ziemlich safe. 5. Aui. Junge, komm her. Willst du mich verarschen, Diggi? Es sind nur noch 2 to go. 2 to go, genau. 2 to go, wollte ich sagen, eigentlich. Der letzte erschreckt mich safe so sehr, dass ich mir eine Hose kacke. Würde ich wetten. Aber scheinbar haben wir jetzt hier oben erstmal alle weggehauen. Vielleicht ist im unteren Stock hier jetzt noch einer. Dann würde ich sagen, looten wir die Dudes erstmal hier, weil die haben gute Munition dabei. Also es gibt keine schlechte Munition, aber die haben echt gute dabei. Ich weiß nicht, ob wir das behalten sollten vielleicht. Relativ guter Zustand, ein bisschen Geld wert sein. B, starke Waffe. Muss mal kurz darauf achten, wie spät es ist. Nicht, dass es jetzt zu spät wird, weil, wie gesagt, ich habe nicht so lange Zeit, wir haben noch 10 Minuten. Söldner, okay, Sandley liegt hier wieder. Bartschuks PDA. Die letzte Nachricht auf dem PDA lautet: Ich habe den Notfallgenerator am 6. dem technischen Stockwerk gefunden. 2 Stunden hat es gedauert, bis ich ihn wieder zum Laufen gebracht habe. Ich würde ihn sehr gerne aktivieren, aber hat mir empfohlen, ein paar Leute dahin abzusenden. Okay. Du bist tot. Halt dein Maul. Okay, wir haben den Generator scheinbar gefunden. Oder besser gesagt, wir haben ihn noch nicht gefunden, aber er muss hier irgendwo stehen. Er ist im 6. Stand dabei. Im 6. dem technischen Stockwerk. Stand dabei.
Das hier ist das sechste, oder? Ich hab leider gar keine Ahnung. Ich habe aber nicht darauf geachtet, in welchem Staffel wir uns befinden, so ein bisschen. Oh, Krankenwagen bei uns. Ist zu spät. Lass liegen. Tritt sich fest, gibt ein neues Muster. So, die beiden. Ich nehme übrigens keine Granaten mehr mit, weil das. Okay, ich nehme einfach irgendeine Pistole mit, oder was habe ich gerade mitgenommen? Okay, ich nehme doch noch ein paar Granaten mit. Granaten lohnen sich einfach nicht. Ups, das war eine Waffe. Granaten lohnen sich halt einfach nicht so sehr wie irgendwas anderes. So, und hier war noch ein Zombie, genau. Warum auch immer auf dem Stockwerk hier auf einmal noch ein Zombie ist. Ich finde es interessant, dass die Leute alle Namen haben, allerdings ist es halt wirklich komplett sinnlos. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich mir die sowieso nicht durchlese. Punkt. So, nächstes Stockwerk. Hier waren auch ein paar Leichen. Hier waren das erste Mal, dass wir auf die Monolithen getroffen sind. Genau. Und hier liegen noch Leichen. Also ich habe jetzt immer noch nicht den Generator gefunden. Wahrscheinlich bin ich gerade dumm und renne einfach komplett in die falsche Richtung. Im sechsten soll der sein. Ich weiß nicht, in welchem Stockwerk wir uns befinden, leider. Okay, die Leichen sind hier. Da war ich dumm. So, die sollen sich im sechsten befinden. Wir sind jetzt EG, ne? Genau, EG. So. Erstes. Zweites. Hier ist schon kaputt. Okay, warte. Zweites. Danke. Hier geht's nicht hoch, da müssen wir einmal quer durchs Gebäude. Zweites ist das hier. Drittes. Viertes. Das Stockwerk, das Gebäude hat noch vier. Hä? Dann bin ich geistig dumm behindert. Da ist der PDA. Hallo. Die letzte Nachricht auf dem PDA lautet: Ich habe den Notfallgenerator im sechsten, dem technischen Stockwerk gefunden. 2 Stunden hat es gedauert, bis ich ihn wieder zum Laufen gebracht habe. Ich würde ihn sehr gerne aktivieren, aber Serbin hat mir befohlen zu warten, bis er ein paar Leute geholt hat. Ja, aber das muss dieses Gebäude hier sein. Hat das 6 Stockwerke? Ich guck mal kurz von außen, ob das 6 Stockwerke hat überhaupt. Also irgendwie kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Warte mal. Gucken wir doch mal kurz. 1, 2, 3, 4. Das hat nur 4 Stockwerke, du Fotze. Die haben alle nur 4 Stockwerke hier. Will der mich verbuseln oder bin ich einfach gerade nur behindert? Warte mal, erstmal Waffe wegstecken. Unsere Aufgabe ist immer noch, Aufzug hat keinen Strom, genau. Gehen wir mal davon aus, dass das vierte das sechste ist, auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht. Gehen wir mal wieder ins vierte hoch. Oder ich meine, wirklich ein komplett anderes Gebäude, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird ja echt gar keinen Sinn machen, wenn wir auf einmal ein anderes Gebäude müssten. Vor allem, weil der Typ auch hier drin liegt. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer er ist. Ich habe auch wieder eine relativ längere Zeit Pause gemacht. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee. Gut, das heißt, wir müssen einen rüber und rechts, also darüber irgendwo. Nein, hier nicht. Genau, hier hin müssen wir. So. 6. Stock. Oh. Okay, ich sehe elektrische Scheiß. Die Tür hier ist offen, oder? Nein. Wir checken jetzt erst einmal den kompletten Außenring und dann den kompletten Innen. Lass mich halten, die Tür hier geht auf. Nein, die geht auch nicht auf. Okay. Hier ist nix. Den Typen haben wir gelootet. Dann sind wir hier lang gegangen. Hier ist nix. Hier ist der Typ. Geht's hier noch weiter hoch? Ah, hier geht's noch weiter hoch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Das wäre fünftes jetzt. Außer man zählt das Erdgeschoss als Stockwerk mit, was es nicht wird. Zumindest, ah, hier ist der, okay. Okay, danke dafür.
Okay. F5. Liegt hier zufällig irgendwas Wichtiges? Wir gucken jetzt hier nur kurz einmal rüber, ja? Okay. Gut. Weil hier könnte halt überall noch so ein Ding liegen. What the actual fuck? Ich habe zwar nachgeguckt, wo das andere Feinmechanikerwerkzeug liegt, aber wir brauchen das theoretisch auch nicht, wobei doch. Weil mit dem anderen, also wenn wir die ganzen Aufgaben machen, gibt es irgendwie ein anderes Ende, soweit ich das verstanden habe. Das war Schneeflocke. Aua. Okay, was gibt's hier auf die... Auf dem Dach muss es irgendwas geben. Das Dach ist begehbar und es ist gefährlich, hier hinzukommen. Safe müssen die noch hin, oder? Oder hier ist irgendwas versteckt, aber ich finde es einfach nicht. Naja, glaube ich nicht. Das da drüben finde ich mega creepy, Alter. Ich habe leider... Warte mal, ich schieße da mal drauf. Ich habe leider mein... wie heißt das? Warte kurz. Alter, es ist laut. Ich habe leider mein... Sniper zu Hause liegen lassen, also zu Hause. Ach, guck mal, uiuiui, guck mal, ein Geheimversteck. Gutes Geheimversteck. Wenn ich da nicht so offensichtlich drauf gucke, hätte ich das nicht gefunden. Allahu Akbar. Okay, macht praktisch keinen Schaden, danke. Alter, warum kann ich da raus gucken? Ich möchte nicht. Ich habe keine Shotgun. Das ist nicht so gut. Ich hoffe übrigens, dass meine Mikrofoneinstellung passt, weil ich mein Mikrofon jetzt immer abstöpseln muss, wenn ich was drucke. Achso, übrigens, Tipp 33. Wenn Sie unter starker Strahlung ausgesetzt waren, nehmen Sie Anti-Strahlen-Medikamente. Sollten Sie keine haben, benutzen Sie Medikits, um die Symptome zu bekämpfen, bis Sie es zu einem Arzt schaffen. Hört ihr das? Überall sind hier Steps. Das gefällt mir gar nicht, Alter. Aber ich würde sagen, etwas kürzerer Part heute. Was uns hinter dieser Tür erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.